So, und weiter geht's, Leute. Ich verkaufe hier noch kurz meine Rüstung und wir haben hier noch eine Quest zum Abgeben, deshalb wollte ich hier wieder aufnehmen. Das wäre jetzt ganz schön blöd gekommen, wenn jemand anderes die Rüstung gekauft hätte, die ich gerade kaufen wollte. Jetzt habe ich auch ziemlich hier komplett aus. So, ich rede mal kurz mit denen und gebe die Quest ab. Weil hier der Typ im Sterben liegt wegen dem schwarzen Schatten. Und ich überspringe das Gelaber und er wacht wieder auf. Hey, hey, alles klar. Silana? Bei mir liegt er immer noch. Era dann auch? Gut, dass er halt fast genau gleich alt wie ich. Das könnte einen dann ein wenig verwirren. Aber ich überspringe mal das Gelaber. Nein, aber du bist in Sicherheit. Ich fürchte nicht. Von mir stammt das Wissen. Dann verdanke ich dir mein Leben, Freund. So, wir bekommen als Belohnung ein Erbstück. Ich kann auch sagen, ich kann es nicht annehmen. Aber ich bin mal so nett und nehme es an. Also, wir haben eine Belohnung bekommen. Und soweit ich weiß, ist es eine recht gute Waffe, wenn man das haben will. Stimmt, wir hätten schon viel früher zurück nach Sarnfurt. Wir haben völlig vergessen, die Quest abzugeben, Simon. Daran hat keiner von uns gedacht. Oh Gott, ich hätte gerade mal einen Heiltrank getrunken, anstatt meine Belohnung auszuwählen. So, ich kann entweder 87 bis 111 mit Gesundheit stehlen. Oder 75 bis 114. Das ist Bullshit. Ich nehme die Axt. Die hat nämlich auch noch Gesundheit stehlen. Auch wenn sie viel weniger Geld gibt, was mich wundert. Aber was soll's? Die Waffe, die ich hier nehmen kann, den Elaran Stab 88 bis 113, die ist technisch gesehen schlechter als die Waffe, die ich jetzt habe. Ja, je nachdem, was er noch für Skills hat. Oh, Verringerung. Ich hab mich mal ein bisschen wegbewegt. Die Verringerung der Abklingzeiten. Ah, dann habe ich. Schade. Na gut, egal, ich brauche nicht unbedingt so eine Abklingzeitverringerung. Ey, Leon, was mache ich an der Wand? Ey, Moment mal. Simon, hier kann man noch sein Erscheinungsbild gestalten, falls du dir nicht sicher bist, welche Aufgabe du jetzt willst. Denn irgendwie wechselt die ja ständig. Ich bin vollkommen zufrieden. Blond is beautiful. Gut. Ich lass mir mal die Haare färben. Mach das, brauche ich nicht zu lang. Ich verkaufe die Aduayal-Axt. Das war wahrscheinlich sogar richtig ausgesprochen. Und ich bin bereit zum Weitergehen und ich weiß nicht, warum ich schon wieder zufällig zwei Äxte habe. Die sehen sogar fast genau gleich aus, stimmt da? Ich bin ein bisschen älter geworden. Oh mein Gott! Er ist ergraut! Leon, wieso bist du jetzt so alt? Achim der Graue. Farin heißt du. Was hast du gerade gesagt? Achim? Achim! Was hast du Farin gesagt? Du backst hier in der Gegend rum, ey. Das ist echt witzig. Okay, gehen wir zurück nach Hügelgräberhöhen. Nach Hügelgräberhöhen. Und machen wir weiter, denn wir sollen jetzt endlich Killeran und Eluin finden, oder wie sie heißen. Die heißen sogar, glaube ich, wirklich so. Nee, Luin. Killeran und Luin. Fast. Nee. Doch. Nee. Ja, mal gucken um den. Ah. Luin und Killeran, habe ich doch gesagt. Oh, alles klar. Der Hall-Effekt. Oh, der Hall-Effekt. Ich hab ihn schon fast vermisst. Ich will ihn auch hören. Das ist voll doof. Oh wow, cool, ich habe ein Schild gefunden. Direkt zum Laden zurückspazieren. Oh, die Truhe. Da ist ein silberner Teller drin, den kann ich auch verkaufen. Und 700... Vielleicht nochmal doppelter Loot. 700 Münzen noch auch außerdem. Also, was ist denn das? Sind das meine Handschuhe? Ja, das sind meine Handschuhe, die mein Gold verdoppeln oder verdreifachen. Das ist echt brutal. Vor allem, weil es hier so sau viel davon gibt. Du Handschuhe mit 30? Nein, dann nimm mir nicht meine Goldhandschuhe weg. Okay. So, wir können weiter, würde ich behaupten. Alle bereit? Ja. Jupp. Wow. Bereit. Die Tür ist aufgegangen. Woo. Items. Ich habe sie noch in der Luft aufgefangen. Irgendwie gefällt mir die Musik nicht. Da ist noch eine Urne. Zwei sogar. Woo. Hier sind so viele Pfeile. Ich hab schon volle Pfeile. Oh shit! Shit! Was ist hier passiert? Luin. Ihm geht's glaube ich nicht so toll. Hörst du mich, Luin? Erwache. Keine Macht kann gegen diese Krankheit bestehen. Was nützen Schwerter im Angesicht dieser Seuche? Was? Was im Namen Eradan? Ja, ich bin es, mein Freund. Ich habe geträumt. Wie seid ihr in diesem Grab gelandet? Ich weiß noch, dass wir schnell durch die Höhen vorankamen. Begierig darauf, zu unseren Freunden zurückzukehren. Aber ein Nebel kam auf und es wurde schwer, den Weg zu finden.
Dann hörten wir Stimmen, die uns von weit her riefen, oder? Von weit unten. Und dann waren die Toten überall um uns herum. Wir kämpften. Doch dann spürte ich die Nähe von etwas anderem. Etwas Stärkerem. Böserem. Ich sah einen Schatten, der Killeran ergriff. Und dann auf mich zukam. Das ist alles, an das ich mich erinnere. Okay. Aber wenn ich lebendig in dieses Grab gebracht wurde, dann vielleicht auch Killeran. Wir müssen ihn finden. Wir sollten weiter. Dies ist kein guter Platz zum Reden. Ja, ich glaube, ich kann mit euch mithalten. Lasst uns sofort aufbrechen. Alles klar. Jo. Wir haben Luin auf unserer Seite. Jetzt müssen wir nur noch Killeran finden. Brechen sofort an. Auf, nachdem wir die Ohren zerschlagen haben. Was bitte? Achso, er hat gesagt, ja, ich versteh's. Ja. Ah, verdammt, ein Abgrund. Er lässt mich nicht rollen. Wow, fucking 800 Münzen. Okay. Ich hoffe, ich krieg niemals bessere Handschuhe. Ich bin so reich. Und ich werde so reich durch diese Handschuhe. Luin, bleibst du wohl hier? Okay, Luin ist weg. Luin ist einfach weggerannt. Ich habe ihn gerade noch dahin verschwinden sehen. Oh ne, er sieht ihn noch. Er bleibt bestimmt nicht ohne Grund stehen. Oh wow, 5 Truhen auf einmal. Truhen wäre geil. Alle stehen da vor prügeln ohne. Apropos Truhe, hier ist eine. Ja, und Luin kämpft halt schon als einziger. Ja, ja. Oh, ein Bogen. Oh, Schrottbogen. Ich habe einen Schrottbogen. Nett von dir, Simon, dass du ihn bis zum kritischen Modus runterschlägst und dann einfach mir überlässt. Und wieso brennen die hier? Wow! Ich hab Feuer in der Welt. Okay. Leon ist gerade irgendwie durch die Gegend geschwebt. Was? Ja, genau du. Ich schlachte mich hier einfach durch. Oh, ich bin aufgelevelt. Ha! Seht mich nicht, weil ich aufgelevelt bin. Ist das? Okay, scheiße. Ich schlag noch immer auf den einen ein, während meine Kamera schon wieder woanders ist. Den! Nein, Leon! Oh, wieso stehst du mir so im Weg rum? Okay, ich level kurz auf. Wenn ich die Urnen da geschafft habe, treff sie nicht. Okay, Geschicklichkeit ist bei mir noch sehr niedrig. Zu sicherheitshalber so. Okay, der nächste Skill, den ich habe, ist dann noch der hier mit der Entrinnendauer-Bonus. Und danach geht's mit dem nächsten Baum weiter. Heilige Scheiße, Leon! What the fuck? Jetzt müsstest du mal sehen, was du da gerade treibst, ey. Leon? Ja? Ich habe gerade auch gedacht, er hört uns nicht mehr. Ja, komplett ungesprächig, der Typ. Der ist ein Zwerg. Leute, es geht weiter. Hier geht's lang. Ah, eine Gruppe versammeln. Hui! Okay, ich habe noch nicht mal E gedrückt. Wieso habe ich jetzt ein Zweihandschwert in der Hand? Es ist Killeran! Nicht ganz. Ich hatte ihn anders in Erinnerung. Ist ein bisschen älter. Ein bisschen größer. Ja, Leon ist aber auch um einiges gealtert. Das kann ich nicht. Ja, guter Zusammenhang. Wo ist die Scheiß Hitbox? Egal. Die Hitbox ist das. Ist der Mensch natürlich, nicht der Geist. Ja, ja. Töte die Untoten. Ach, ich töte lieber die Urnen. Vorsicht! Was wird er tun? Keine Ahnung, im Moment noch gar nichts. Ah, er hat Killeran zu uns geschickt. Tötet Killeran. Ich stecke in der Urne fest. Leute, Hilfe. Ah, ich bin weggeflogen. Hä, mich hat doch gar nichts getroffen. Schießt ihn ab. Ich bin unsichtbar. Komm her, Killeran. Jetzt gibt's richtig aufs Maul. Aua. Du kannst mich doch gar nicht sehen, du Dummler. Simon, nein. Ich hab dich, Simon. Wieder in Reihe und Glied, Soldat. Tin. Hä?
Ist ja alles schon geplündert. Simon hat alles schon geplündert. Naja, fast. Oh nein! Er ist euch hinter die Säulen! Oh was? Nein. Au. Oh shit! Das ist problematisch. Ich greife mich gerade an. Einsammeln! Leon ist tot und ich folge ihm gleich! Au! Nun, das war schlechtes Timing. Ich habe mich gerade absolut nicht hingeguckt. Und habe ganz gemütlich die Urnen eingesammelt. Los, Leon, wir gehen auf unsere langen Reise zu Simon. Das ist die längste Reise. Viel länger als der Weg nach Mordor. beeil dich, ich sehe die Zombies schon auf uns zuwatschen. Mach für alle. Boom, Headshot. Oh. Ich zerstöre noch die restlichen Urnen und Kev. Ruin dann. Nur keine Lust, die verkommen zu lassen. Obwohl wir eigentlich später mehr als genug Zeit haben, das zu tun. Also bin ich eigentlich nur egoistisch. Und das bringt nichts. Wieder da, Leute. Hab alles ausgenommen. Oh, keine Gegner mehr. Schade. Er kommt wieder. Der hat gesessen. Au, fuck you. Autsch. Autsch! Oh, das ist grad viel. Ah, geht auf mich los! Stirb! Wo ist er hin? Luin, mach was und steh nicht so blöd in der Gegend rum! Okay, Rückzug! Leon, such dir die eigene Säule! Oh shit! Simon, deine Säule hält nicht mehr lange durch. Oh shit, meine Säule, nein! Alles okay bei euch? Ja, unsere Säulen werden immer kleiner. Oh, okay. Meine Säule stand noch. Leon, du bist völlig umsonst weggerannt, wie im Zug. Okay, ich schwing hier in der Gegend rum und treffe überhaupt nichts. Aber was soll's? Ach, trotzdem. Ich töte schon tote Gegner. Und zwar nicht, weil sie untot sind. Bist einfach nur nett, was? Oh, ich habe irgendwie gar nichts mehr zu tun. Okay. Stirb! Killerans! Ebenbild! Was? Boah, der hat gesessen und der auch. Ist das? Jetzt wurde er gerade richtig in Stücke gehauen. Stirb! Items! Nein, ich komme nicht ran! Wir müssen erst mit Luin reden. Nein, wir sind reingekommen. Oh. Ha. Wir müssen nicht mit Luin reden. Ich höre alles ein. Ah, fuck. Es ist schwer, einen guten Freund zu verlieren. Und noch schwerer, ihn so geschändet zu sehen. Zumindest hat er jetzt seinen Frieden. Aber du, wie hältst du dich? Erst schwarze Reiter, jetzt Grabunholde. Das ist mehr, als ein Mensch gegen sich haben sollte. Aber wo Leben ist, da ist auch Hoffnung. Habt Dank für eure Anteilnahme, aber ich komme zurecht. Ich schulde es den Gefallenen, mit all meiner Kraft weiterzumachen. Du hast schreckliche Prüfungen überstanden. Vielleicht solltest du mit uns nach Bruchtal kommen. Oder wir bringen dich nach Bre. Es ist nicht weit. Nein, meine Kraft kommt schon wieder zurück. Bald bin ich wieder der Alte. Dann trage ich Kilaran fort von diesen verfluchten Gräbern. Er sollte mit seinen Brüdern, die an der Sarnfurt gefallen sind, beerdigt werden. In Ordnung. Ich hoffe, dass er in Frieden ruht. Leb wohl, Luin. Items! Ah, lass mich durch! Okay. Das war schon Epic Loot. Der hat richtig geiles Zeug fallen lassen. Ja, absolut gar nicht so. Hey! Fuck! Der hat das getan! Ich garantiert nicht! Why? Du warst es wahrscheinlich auch. Drück da nicht oben rechts! In Ordnung. Was? Oben rechts ist das schnellste, du Mongo. Was soll ich sonst anklicken? Unten rechts. Geht in diese Lichtschein in Deckung. Unten rechts? Nein! Oben rechts ist das schnellste. Ruhe jetzt! Unnötiger Vogel. Ich habe absolut gar nichts bekommen. Oh doch, ich habe eine Hose bekommen, die was bringt. Aber auch nur zwei Rüstungen mehr. Dafür keine plus 20 Kraft. Ich habe allerdings das hier für Simon. Und eine Zweihandwaffe, die gebe ich Leon. So. Ah, ich hab's. So viele Sachen, die ganz leicht schlechter sind als meins. Ach Mann. Ja, wow. Aber ich habe was für dich, was für den Tank genial ist.
Leon, Geschenk für dich. Ich würde auch gern mal irgendwas bekommen. Bei Ausgaben. Ah, das ist nicht gut. Ja, absolut gar nicht. Krieg nie irgendwas. Yo. Lehrmeister Noah, das ist doch da Simon. Ja, Lehrmeister was? Simon. Was? Ich hab gerade das weggeklickt. Oh, gut. Stirb! Ich töte Luin. Okay, ich töte nicht. Okay. Also können wir endlich weiter. Ja. Wuhu. Oh, ich versuche die Tür zu erreichen. Komme! Alter. Wuhu, wir haben es geschafft. Das waren die Hügelgräberhöhen. Das ging recht schnell, ehrlich gesagt.